Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und ich schreibe diesen Text auf der vielleicht besten Tastatur, die ich jemals hatte. Der Logitech MX Mechanical. Eine der ersten, wenn nicht die erste, office-taugliche, kabellose, mechanische Tastatur, die vor allem auch meine Ansprüche erfüllt. Und noch dazu gibt es auch eine neue Maus, die MX Master 3S. Und beides schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Und wenn ihr am Ende merkt, dass das Video euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like unter dem Video. Abonniert vielleicht auch den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und drückt auf die Glocke, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt. Jetzt aber erstmal fix das Intro und Film ab. Ist schon irgendwie bezeichnend, dass ich vor ein paar Wochen noch erzähle, dass mein Schreibtisch-Setup jetzt endlich perfekt ist und dann gibt es kurz danach schon wieder irgendwas Neues, was ich haben muss. Blödes Gas. Ich dachte eigentlich, die MX Keys für Mac ist perfekt für mich und ich dachte eigentlich auch immer, dass mechanische Tastaturen nur eine Spielerei für Gamer sind und ich dachte auch eigentlich immer, dass man auf flachen Membrantastaturen viel schneller und angenehmer schreiben kann. Aber all das stimmt nicht. Okay gut, die MX Keys hatte für mich keine großen Nachteile, außer dass eine Verwendung über diese Unify-Technik nicht machbar war für mich. Aber die anderen Dinge sind Unsinn. Denn ich liebe es einfach, auf der MX Mechanical zu tippen. Ich habe mich hier für die Version mit den braunen Tactile Quiet Switches entschieden. Weil ich dachte, das kommt am nächsten an mein bisheriges Tippgefühl heran. Und das stimmt so vom Tippen her auch, aber die Schalter sind nicht leise. Sicher bestimmt leiser als die anderen Optionen, aber immer noch deutlich lauter im Anschlag als zum Beispiel die MX Keys vorher, aber die war auch extrem leise. Es ist auch ein bisschen Übung nötig, weil man die Tasten hier einfach nicht bis nach unten durchhämmern muss, um ein Zeichen zu schreiben und ich das irgendwie noch nicht so richtig in meinen Muscle Memory drin habe. Was aber hier viel mehr begeistert, ist das Gefühl beim Schreiben. Dieses Klackern, das ist einfach irgendwie unfassbar angenehm. Auch wenn es sicher den einen oder anderen Kollegen im Büro geben wird, der das wirklich unfassbar nervig findet. Aber wenn ich mich an die alten Tastaturen auf meiner alten Arbeit zurückerinnere, dann klangen die eben doch deutlich schlimmer und nicht so angenehm schön taktil. Das Schöne ist hier aber natürlich, dass man einfach die Wahl hat. Man kann ein und dieselbe Tastatur bzw. zwei Versionen, die mit Ziffernblock und die ohne, wählen und dann drei verschiedene Tippgefühle, je nachdem, was man selbst bevorzugt. Noch dazu sind das hier Low-Profile-Schalter, das heißt, die haben nicht ganz so viel Weg nach unten, nicht ganz so viel Travel wie richtige große Schalter und deshalb kommt das von den Anschlägen auch sehr an ein schnelles Membrantastaturschreiben heran. Andere Tester meinten in ein paar Videos, die Switches hier fühlen sich im Vergleich zu bekannten etwas anders an. Aber ich denke, das ist sicher eine Gewohnheitsfrage, so wie mit jeder Tastatur. Da ich aber noch keine mechanische Tastatur genutzt habe, und nur im Vergleich zum Membran-Keyboard habe, ist das für mich ein deutliches Upgrade im Tippgefühl in der Haptik. Was mir aber hier aufgefallen ist und vielleicht den einen oder anderen auch stören wird, durch den kleineren physikalischen Abstand zwischen den einzelnen Tasten ist es mir schon häufig passiert, dass ich im schnellen Schreiben eine Taste gedrückt habe, zum Beispiel Backspace gedrückt habe und bin damit auf die lauter oder leiser Taste gekommen, einfach weil es diese Lücke, die man zum Beispiel bei der MX Keys hatte, zwischen den Tasten hier nicht mehr gibt. Aber das ist auch ein bisschen Gewohnheit, und nach einigen ellenlangen Texten in den letzten Wochen bin ich jetzt hier auch schon deutlich besser geworden. Das passiert mir jetzt deutlich seltener. Designtechnisch ist diese Tastatur eine absolute Schönheit in Sachen Industrial Design. Das passt alles. Sie ist deutlich schwerer als eine MX Keys. Die Oberseite unter den Keys besteht aus einer schicken Aluminiumplatte. Das Einzige, was mich etwas stört, ist, dass die Keys nicht schwarz sind, wie an der MX Keys für Macs, sondern naja, nennen wir erstmal Graustufen. Wie gesagt, für mich wichtig ist, dass sie das Mac-Layout mit drauf hat und das war auch was, was mich sonst an anderen mechanischen Tastaturen meistens gestört haben, weil da findet man eben kaum welche, die auch Mac-Layout haben und die auch richtig auf Mac-Layout umgeschaltet werden können. Ja, und in Sachen Farbe gibt es dann, vermute ich mal, irgendwann auch eine MX Mechanical vom Mac. Ich hoffe, ich kann da dann widerstehen. Ich finde das Grau zwar nicht so schön, aber mittlerweile habe ich mich auch sehr dran gewöhnt. Für mich auch kaufentscheidend war die Tastenbeleuchtung. Das ist für mich ein Muss und war zu Windows-Zeiten auch der Grund, wieso ich mit der K835 TKL von Logitech nicht klargekommen bin und sie wieder zurückgeschickt habe.
Die Beleuchtung ist nicht RGB, sondern nur weiß, aber das passt für mich vollkommen. Es geht ja hier nicht um irgendwelchen bunten Kindergarten, sondern um Produktivität. Man kann sie aber auch mit bestimmten Effekten leuchten lassen, wenn man das denn unbedingt machen will. Die Tastenkappen und der Kunststoff des Gehäuses sollen zu 45% aus recyceltem Kunststoff bestehen, aber die Verpackung ist nach wie vor aus bunt bedruckter Pappe und das ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel für Nachhaltigkeit. Was mir an der Tastatur sehr gut gefällt, ist das Gewicht. Sie ist nicht zu schwer, aber deutlich schwerer und hochwertiger wirkend als eine MX Keys und auch extrem verwindungssteif. Und noch sowas, was mir an der Keys gefehlt hat, die MX Mechanical hat Standfüße und ist so also höhenverstellbar und kann zum sowieso schon leicht gewinkelten Stand eine noch höhere Position einnehmen. Was mir aber auch aufgefallen ist, durch die größere Höhe im Vergleich zu einer Membrantastatur wie der MX Keys ist mein MX Palm Rest nun schlicht und ergreifend zu flach und mein Handgelenk schwebt beim Schreiben über dem Palm Rest und restet nicht darauf. Schade. Und noch so ein Grund, wieso ich mich für die neue Serie entschieden habe, ist Logitech Bolt. Denn hier kommt kein Unify-Empfänger mehr zum Einsatz, wie man ihn seit Jahrzehnten gefühlt kennt, sondern ein Bolt-Empfänger. Nach wie vor leider nur im USB-A-Format und eine Option auf USB-C zum Nachkaufen gibt es leider nicht. Ja, und jeder, der Unify mal benutzt hat und kennt, der kennt wahrscheinlich auch den Struggle, den diese Technik oft macht. Lags, Verbindungsprobleme, Interferenzen mit USB-Geräten und so weiter. Bei mir war es dann bisher immer so, dass ich meine Tastaturen und Mäuse lieber über Bluetooth verwendet habe als über Unify. Aber Bluetooth hat eben auch seine Nachteile und Schwächen. Zum Beispiel kann man dann die Verschlüsselung am Mac nicht mehr nutzen, wenn man sich mit einer Bluetooth-Tastatur nach dem Neustart anmelden will. Und ach ja, Unify hat auch einige nicht patchbare Sicherheitslücken und nach den Business-Geräten kommt Bolt jetzt also auch in die normale Consumer-Serie. Probleme mit dem Bolt-Empfänger hatte ich bisher hier noch nicht und das ist auch gut so, da bin ich richtig froh drüber. Aber Bluetooth gibt es hier natürlich auch und man kann die Geräte immer noch mit 3 verschiedenen Geräten koppeln. Auch ein guter Grund für Logitech-Produkte ist die Options-Software. Da gibt es hier jetzt das Logitech Options Plus, was aus der Beta-Phase raus ist. Damit könnt ihr einige Tasten selbst belegen. Ihr könnt hier zum Beispiel Funktionstasten umprogrammieren. Ihr könnt sagen, dass die immer im Mac-Layout ist und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich immer ganz praktisch, hat aber mit der Maus ein kleines Problem. Das erkläre ich euch gleich. Insgesamt bin ich aber abgesehen davon mit meiner neuen Tastatur auch sehr zufrieden. Es macht mir viel Spaß, ich liebe das Geräusch, ich liebe das taktile, haptische Feedback, was diese Tastatur beim Schreiben macht. Na klar, es ist nicht mehr so dezent und leise wie ein Membran-Keyboard, aber es ist trotzdem irgendwie angenehm fürs Ohr und es ist ein schönes Schreibgefühl, vor allem weil der Weg der Tasten eben gar nicht so groß ist durch diese Slim-Switches wie bei ausgewachsenen, höheren mechanischen Keyboards. Neu vorgestellt wurde aber nicht nur die MX Mechanical und die Mini-Version ohne Ziffernblock davon, sondern auch eine neue, quasi alte Maus, die ich natürlich auch gleich haben musste. Wieso kann ich euch aber nicht mehr so genau erklären? Naja, gut schon, denn die MX Master 3S wollte ich vor allem aufgrund der leiseren Tastenklicks haben. Jetzt denkt man sich, bei so einer lauten Tastatur, da macht das doch mit dem Mausklick gar keinen Unterschied, ob der laut ist oder nicht. Aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Alles in allem entspricht die MX Master 3S der MX Master 3. Das Design ist identisch, aber es gibt hier jetzt einen 8000 dpi Sensor, der auch Glas ordentlich abtasten können soll als Mausunterlage. Noch dazu ist hier auch die Logitech Bolt Technik mit an Bord, mit all den Vorteilen, die ich euch gerade schon erklärt habe und dann natürlich noch die leiseren Tasten. Nur hat Logitech dabei anscheinend eine Taste vergessen, denn leider ist die mittlere Maustaste, also die Untermausrad im Vergleich zum Rechtsklick und Linksklick, deutlich lauter und reißt einen dann schon irgendwie fast aus dem Schlaf bei der Prokrastination. Insgesamt sind aber die Upgrades der MX Master 3S minimal. Und würde sie nicht farblich so gut zum MX Mechanical passen, dann hätte ich meine MX Master 3 für Mac behalten. Ansonsten gibt es dazu wirklich nicht viel zu sagen. Die Ergonomie ist natürlich gleich geblieben, sie ist immer noch nur für Rechtshänder geeignet und bietet nach wie vor 2 Räder und 7 Tasten. Das Hauptrad ist dabei geil mit dieser Flow-Funktion, ohne die ich nicht mehr scrollen könnte. Und das seitliche Rad wäre auch noch schön, wenn man das klickbar machen würde. Bei der MX Master 3S ist mir aber ein kleines Problem mit der Logitech Options Software aufgefallen, denn ich mappe mir hier die seitlichen Vor- und Zurücktasten immer für DaVinci Resolve anders. Da lege ich in DaVinci Resolve das Vergrößern und Verkleinern der Timeline drauf und mit der Options Plus Software jetzt in der finalen Version
passiert es dann, wenn ich zum Beispiel in den Finder wechsle und nach Dateien suche, dass die Funktionen, die ich eigentlich nur für DaVinci Resolve belegt habe, hier drauf im Finder aktiv bleiben. Und da macht diese Tastenkombination leider die Bilder größer und die Bilder kleiner. Das ist irgendwie Unsinn. Naja, ich hoffe, das wird noch irgendwie gefixt. Ich habe die beiden Geräte mit einem Bolt-Empfänger verbunden und bisher hat alles reibungslos funktioniert, auch am MacBook Thunderbolt 4 Dock. Was man bei Logitech immer schön beobachten kann, sind die Preise. Denn zur Vorstellung wirken die teilweise wirklich unverschämt hoch, wie auch jetzt hier. Sie pendeln sich dann aber schnell irgendwann ein. Die MX Mechanical hier in der großen Version soll 180 Euro kosten und die MX Master 3S hier 130 Euro. Das ist heftig viel Geld für eine Maus und Tastatur. Während ich es bei der Tastatur noch irgendwie etwas verstehen kann, es gab ja eben nichts oder nicht viel in dieser Nische, ist es bei der Maus für mich total unverständlich. Denn die MX Master 3, die nicht so großartig anders ist, kostet nur noch um die 70 Euro. Und die macht, wie gesagt, nicht so viel anders, genau dasselbe Gefühl, nur eben quasi lautere Klicks, ein anderer Sensor und keine Bolt-Technik. Einen echten Grund fürs Maus-Upgrade gibt es meiner Meinung nach nicht. Wenn ihr aber jetzt denkt, das wäre was für euch, dann findet ihr Links zur MX Mechanical, zur Mini-Version und zur MX Master 3S Maus unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt so dafür, dass wir weiterhin solche Videos machen können. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder Anregungen, dann schreibt es bitte gerne immer unten in die Kommentare oder sagt uns auch einfach mal, was ihr von der neuen Maus und Tastatur haltet. Schaut doch gerne mal auf unseren Discord-Server vorbei und folgt uns im Instagram. Links dazu jeweils unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like unter dem Video, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und drückt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Hier gibt es jetzt noch zwei weitere Videos, die ihr euch im Anschluss anschauen könntet und ich sage dann mal, ciao, bis zum nächsten Mal.